Die Erwerbslosigkeit der über 55-Jährigen ist ein massives Problem. Auf der einen Seite sagt die SVP, wir müssen jetzt die unkontrollierte, massive Einwanderung aus der EU begrenzen. Auf der anderen Seite sagen Bundesrat und Parlament, dass man eine Überbrückungsrente machen sollte, also eine neue Sozialversicherung, und ältere Arbeitnehmer in die frühe Pension schicken. Welche von diesen beiden Lösungen ist die bessere? Darüber müssen wir diskutieren. Das ist die bürgerliche Sicht aus Basel. Herzlich willkommen bei «Auf den Punkt» mit mir, David Trachsel. Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit hat die Erwerbslosigkeit der über 55-Jährigen massiv zugenommen. Und es gibt auch einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen viel Einwanderung und hoher Erwerbslosigkeit. Sehr gut sieht man diesen Zusammenhang am Beispiel vom Tessin und der Westschweiz. Im Tessin und der Westschweiz haben wir einen sehr starken Einwanderungsdruck, auch durch die hohen Grenzgängeraktivitäten. Und so kommt es auch, dass die Erwerbslosigkeit im Tessin bei hohen 6,6% ist und in der Westschweiz sogar rekordhoch bei 7,2%. Und am härtesten trifft es eben die über 55-Jährigen. Und was macht man jetzt, wenn man weiss, dass seit der Einführung der Personenfreizügigkeit die Erwerbslosigkeit der über 55-Jährigen massiv steigt? Die SVP sagt logischerweise und folgerichtig, wir müssen Personenfreizügigkeit beschränken. Wir müssen die Einwanderung kontrollieren, damit nur noch die reinkommen, die wir wirklich brauchen. Was sagen Bundesrat und Parlament? Die sagen nein. Wir halten fest an der Personenfreizügigkeit, machen dafür eine neue Sozialversicherung in der Form von diesen Überbrückungsrenten. Überbrückungsrenten, was heisst das? Das heisst, dass ein Arbeitnehmer, der 60-jährig oder älter ist und keinen Job hat, auch keinen Job mehr muss haben, weil er in eine frühe Pension gehen kann. Man macht die neue Sozialversicherung, wie wenn unsere anderen Sozialwerke nicht schon genug überschuldet wären. Anstatt dass man einfach anerkennt und sagt, hey, die Personenfreizügigkeit hat nicht das gebracht, was man sich versprochen hat, versucht man jetzt die über 55-Jährigen zu kaufen und ihnen sagen, ihr kriegt eine schöne, gute, zahlte Frühpension und tun jetzt aber dafür Nein stimmen zu der Begrenzungsinitiative. Seid hier bitte schön still. Und das ist, und entschuldigt jetzt bitte den unschönen Ausdruck, das ist einfach eiskalte Volksverarschung. Weil wir kommen nicht drum herum, dass wir irgendwann anerkennen und sagen, wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Und das Problem an der Wurzel packen heisst, dass man Personenfreizügigkeit beendet und die masslose Einwanderung aus der EU begrenzt. Damit die Erwerbslosigkeit zurückgeht, damit der Lohndruck abnimmt und vor allem auch, damit die über 55-Jährigen stressfrei bis zum ordentlichen Pensionierungsalter mit 65 arbeiten können. Das war die bürgerliche Sicht aus Basel mit mir und David Trachsel. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.